Wir kennen sie alle, Tutorials auf ganz YouTube für die beste Geheimbase in Minecraft. Und da es meistens unübersichtlich ist, zeige ich euch heute meine Top 5 Geheimgänge ohne Redstone. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne eine positive Bewertung da und ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten Leute, fangen wir auch gleich schon an. Nummer 1, der Wassergeheimgang. So, und da sind wir auch schon bei dem Geheimgang, der befindet sich nämlich genau in diesem Teich hier. Und, habt ihr schon gesehen, wo er ist? Genau, der Geheimgang ist einmal hier hinten. Für den Geheimgang müsst ihr einfach nur so einen kleinen Teich bauen, vielleicht so ein paar Rosenblätter oder einfach ein paar Seegräser rein und dann ein kleines Loch bauen, wo man dann halt reinschwimmen kann und dies führt dann in den Berg rein. Und ich würde euch jetzt einfach mal den Geheimgang zeigen. So, also wenn wir einmal hier drin sind, müssen wir einmal in die Schwimmposition gehen und dann einmal hier hinten lang schwimmen. Hier haben wir dann auch schon eine Falltür und wenn wir die umlegen, befinden wir uns dann auch schon in dem Geheimgang. Wenn ihr das Ganze noch sichern wollt, könnt ihr einmal hier die Falltür noch zumachen oder ihr macht irgendwie eine Eisenfalltür hin mit einem Hebel oder so, je nachdem wie ihr es halt haben wollt. Schon seid ihr in eurem kleinen Geheimgang. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr hinter dem Gemälde nochmal einen Geheimgang machen, was sozusagen zwei Geheimgänge in einem sind. Und ich möchte jetzt auch nochmal kurz sagen, dass ihr natürlich in jeden Geheimgang reinbauen könnt, was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt hier nur Beispiele, wie ihr sie bauen könnt, beziehungsweise wie sie aussehen. Und wenn ihr wieder raus wollt, müsst ihr nur einmal hier reingehen, die Falltür umlegen, zack, euch umdrehen, Falltür wieder zumachen und ganz entspannt wieder rausschwimmen. Und ich meine, Leute, ich glaube nicht, dass jetzt so schnell jemand hier checkt, dass hier irgendwie ein Geheimgang ist, vor allem, wenn da noch Gräser davor sind und er sozusagen versteckt ist. Stellt euch mal vor, ja, ich laufe jetzt hier entspannt entlang und man übersieht es einfach. Klar, okay, Rosenblätter und so würden jetzt nicht ganz normal in so einem Teich spawnen. Da würde man schon ein paar sassy Vibes bekommen. Ich finde aber, wenn man den Geheimgang außerhalb besser designen will, sieht schon deutlich besser aus, wenn man es mit Rosenblättern macht oder einfach mit anderen Pflanzen. Schreibt mir übrigens gerne am Ende des Videos in die Kommentare, welchen Geheimgang ihr am coolsten fandet. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon zu Geheimgang Nummer 2. Der Essenslagerraum-Geheimgang. Stellt euch vor, wir befinden uns gerade in einer Burg oder in einem Schloss oder so und hier wäre jetzt die Küche. Also ignoriert das hier mal. Und ihr habt so richtig Bock auf irgendwie einen Geheimgang, ihr wisst aber nicht, okay, verdammt, es soll irgendwas Cooles sein. Da könnt ihr Glück haben, dass ihr mich habt, denn ich habe einen coolen Geheimgang gefunden. Nämlich befindet sich dieser Geheimgang in der Eiskammer, in dem Fleischlagerraum bzw. in dem Essenslagerraum. Und tja Leute, ihr könnt jetzt einmal raten, wo sich der Geheimgang befindet. Und er befindet sich genau hier. Und seht ihr schon das Licht durchschimmern? Ich drücke jetzt auf Sneaken und... Oh mein Gott, was? Ich befinde mich jetzt einfach im Geheimgang. Das ist anders geil. Das Ganze ist mit Gerüstblöcken gelöst. Übrigens, Geheimgang könnt ihr natürlich reinbauen, was ihr wollt. Weil man nämlich durch Schnee durchsneaken kann und wenn man unten drunter Gerüstblöcke platziert, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, könnt ihr so einen extrem geilen Geheimgang bauen. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Geheimgang in die Kommentare und wir machen weiter mit Geheimgang Nummer 3. Der Gemäldegeheimgang. Stellt euch mal vor, wir befinden uns wieder in einem Schloss bzw. in einer Burg. Und ihr habt so einen schönen Gemäldeflow. Übrigens hinten so schwarz, weil stellt euch einfach vor, der Gang geht da hinten weiter. So, der nächste Geheimgang befindet sich, wie der Name schon sagt, hinter einem Gemälde. So, man würde jetzt denken, okay, verdammt, liegt der Geheimgang hier hinter? Oder ist er vielleicht hier? Oder ist er vielleicht hier? Nee, der Geheimgang befindet sich hinter diesem großen Bild. Den Geheimgang könnt ihr natürlich hinter jedes Bild machen, was ihr haben wollt. Ich habe ihn jetzt einmal hier hinter dieses Skelettbild gemacht. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst jetzt einmal hier oben ran springen und zack, einmal eins nach oben springen. Hier drin habt ihr dann eine Tür. Das heißt, wenn ihr sicher sein wollt in eurem Geheimgang, macht sie einfach zu, dann kommt man von außen nicht mehr rein, weil man springt dann einfach dagegen und dadurch klitscht man dann sozusagen nicht mehr durch das Gemälde durch. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch ohne Tür machen. Das macht ihr dann einfach so, dass ihr hier dann einfach zwei Schilder hin macht. Und ja, was soll ich sagen? Wir befinden uns jetzt in dem Geheimgang. Hier sind erstmal noch so ein paar Rüstungen. Und wenn man jetzt hier einmal durchgeht, zack, befinden wir uns im Geheimgang mit unserer Schatztruhe. Ihr könnt ja, wie vorhin schon gesagt, irgendwas reinbauen, was ihr wollt. Und um wieder rauszugehen, müsst ihr jetzt einmal hier, zack, einfach wieder rausgehen. Zack, fertig. Und ich finde einfach, es ist ein sehr cooler und einfacher Geheimgang. Deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde sagen, wir machen auch schon weiter mit Geheimgang Nummer 4. Der Berggeheimgang. Und schon befinden wir uns vor dem Geheimgang. Und denkt jetzt so, hä?
Hä? Hier ist doch gar nichts. Wie soll das denn bitte gehen ohne Redstone? Aber wartet mal ab. Ihr seht nämlich schon, ich habe in meinem Inventar eine Hacke. Und diese Hacke brauchen wir, um in den Geheimgang reinzukommen. Wir gehen jetzt also einmal zu diesem Block hier hin, machen einmal es zu einem Feld und ihr seht schon, hinten befindet sich einfach ein Minecart drin. Wenn wir jetzt einmal hier Rechtsklick drauf machen, setzen wir uns in das Minecart rein und zack, wir befinden uns einfach im Geheimgang. Ey Leute, ihr müsst jetzt ernsthaft sagen, das ist doch der beste Geheimgang von allen, der ist doch anders geil. Also das ist wirklich einer meiner Lieblingsgeheimgänge. Jetzt kommt aber das Problem, wie kommen wir wieder raus? Und ja, Leute, was soll ich sagen? Da habe ich schon ein bisschen geschummelt. Wir brauchen nämlich Redstone dafür. Ja, ich habe gesagt am Anfang, es sind Geheimgänge ohne Redstone, was auch teilweise stimmt. Aber der Ausgang hier kann leider nur gemacht werden mit Redstone. Nämlich ist es ein ganz klassischer Geheimgang, eigentlich ganz einfach. Wir legen den Hebel um, zack, wir kommen raus, legen den Hebel wieder um, zack, und schon ist es zu. Einfach Kolben, die hier Erdblöcke hin und her schieben. Ich kann euch das jetzt hier auch einfach mal zeigen. So sieht es aus. Ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Hier hinten befindet sich der Hebel. Hier ist ein Redstone und hier sind dann zwei Kolben. Mehr ist das Ganze auch nicht. Also eigentlich eine wirklich einfache Konstruktion. Aber wenn ihr irgendwie eine andere Idee habt, wie man den Ausgang ohne Redstone macht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen auch schon weiter mit dem letzten Geheimgang, nämlich Geheimgang Nummer 5. Der unsichtbare Geheimgang. Und ja Leute, was soll ich sagen? Der Geheimgang befindet sich genau über mir. Und zwar genau dort oben. Und ihr denkt jetzt so, hä? Da ist ja gar nichts. Man sieht ja überhaupt nichts. Und ja, das stimmt. Und man kommt nur zu dem Geheimgang, wenn ihr bereits eine Elytra habt. Oder ihr müsst euch halt jedes Mal nach oben bauen. Ich würde jetzt aber sagen, wir fliegen erstmal mit einer Elytra hoch zum Geheimgang. So, zack. Elytra ist angezogen und wir fliegen los. So, genau. Der Geheimgang müsste jetzt gleich hier kommen. Genau, da ist er. Wir sind jetzt gelandet, auch wenn es ein paar zu starke Turbulenzen gab. Naja, wir befinden uns jetzt hier oben. Und ich muss sagen, die Aussicht ist anders geil. Der ganze Geheimgang befindet sich nämlich auf Schalkerkisten. Und zwar, vielleicht wissen es viele von euch nicht, aber Kisten, Schalkerkisten, Betten bzw. auch Rüstungsständer werden nach 60 Blöcken unsichtbar. Und somit kann man extrem coole Geheimgänge bauen, wie auch hier diese Schalker-Base in der Luft. Und ich meine, wir haben ja eigentlich alles. Wir haben ein Bett, das wird unsichtbar. Wir haben unser Rüstungsständer. Wir haben unsere Kisten, die übrigens gefüllt sind mit Schätzen. Außerdem haben wir extrem viel Lagerraum, wo wir ebenfalls noch viele Sachen reinmachen können. Und wenn wir jetzt einfach mal ein Crafting Table brauchen oder so, zack, nehmen wir sie uns einfach mal hier raus, sneaken kurz entspannt, platzieren sie hin, hauen ihn wieder ab und packen den Rest wieder rein. Und ja, mehr kann man zu dem Geheimgang auch nicht mehr sagen, außer dass er übelst geil ist. Also dieser Geheimgang und Geheimgang Nummer 4 sind meine Favoriten. Und ja Leute, das war's mit den Geheimgängen. Ich fliege jetzt noch in Richtung Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne zu den Geheimgängen eure Meinung in die Kommentare, was eure Favoriten sind. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions...